Grüßt meine lieben Sammlerfreunde, hier ist er wieder, der Master Ölli, mit einem neuen Video am Start und ja, heute wieder mit einem Custom. Ja, wir sind ja auch ein Custom-Kanal und da muss man auch mal zwischendurch ein Custom zeigen. Und heute möchte ich euch zeigen den Masters of the Universe Masterverse New Eternia Ninja. Ja. Ja, es ist ein Custom, den gibt es leider noch nicht. Ich wäre froh, wenn es ihn geben würde, weil Ninjor einfach mega, mega cool ist. Ja, und ja, ich werde euch jetzt kurz auf der Drehscheibe erklären, wie ich diese Figur gemacht habe. Ja, okay, also ab zur Drehscheibe. So, meine lieben Sammlerfreunde, und da dreht er sich auf der Drehscheibe, der, jetzt wird's kompliziert, der Masterverse New Eternia Ninja. Genau, das habe ich mir dabei gedacht. Jo, ihr seht, es sind Teile von einem Ninja benutzt worden, und zwar von einem Origins Ninja. Und dann ist diese Weste, die er anhat, die hatte ich irgendwann mal auf eBay von einem Classic Ninja erworben. Das war nicht viel, nicht viel. Ich gucke da immer mal, manchmal habe ich Glück. Und da hatte ich Glück. Ich glaube, das waren mit Versand irgendwas mit 6, 7 Euro. Viel mehr war das gar nicht. Und da habe ich natürlich zugeschlagen. Das hatte auch eine Zeit lang eine Origins-Figur an. Aber jetzt bin ich auf die Idee gekommen, Mensch, das ist ja viel cooler, eine eigene Interpretation von einem New Eternia Ninja zu machen. Ja, und ja, ich habe den Bogen und das Nunchaku noch nicht bemalt, weil da bin ich immer überlegen, ob ich das tue oder nicht. Aber eigentlich kommt man ja an die Figuren mittlerweile so gut dran, dass ich das auch wahrscheinlich noch nachholen werde. Und da mehr Details rausarbeite, weil, ja, man so ein bisschen könnte man was dran machen. Genau. Ansonsten hat er die zwei Schwerter, die er da in der Hand hat, also hier die Katanas, das sind, ja, Zahn, also so Käsestocher, da kann man so Käse mit aufspießen, ja, für Partys. Die kann man auf Amazon kaufen und für die Masterverse-Figuren passen die vom Griff her. Die kann man dem dann in die Hand geben, das passt. Und wenn man die für die Origins benutzen möchte, dann muss man diesen Handgriff kleiner schnitzen, also schmaler. Weil die Origins können die Waffe ja so semi-gut nur halten. Und deswegen sollte man da vielleicht ein bisschen dran arbeiten und das ein bisschen kleiner machen. Ja, ansonsten holt euch das. Das sind, glaube ich, 70 Zahnstocher in drei Farben. In Weiß, in Schwarz, in Rot. Und ich habe hier schwarze benutzt. Und das ja, sieht einfach gut aus. Ne? Das macht was her. Ja, und als Grundfigur habe ich mich für den He-Man entschieden, der ja eine Zeit lang wirklich für 7,99 Euro verkauft worden ist. Und da habe ich mich ehrlich gesagt mit ein paar Stück eingedeckt. Und da resultieren jetzt immer wieder ein paar Customs raus, wenn ich mal wieder auf eine coole Idee komme. Und mich haben als Kind schon immer die Dämonenfüße gestört an dem Ninja. Weil der Ninja ist ein menschlicher Charakter und hat dann solche komischen Krallenfüße. Ja, das ist vielleicht so ein bisschen das Düstere, was in dieser Figur drin ist. Aber ich finde den viel cooler, wenn auch Ninja normale Stiefel bekommen hat, ja, oder hätte. Ja, der kann ja deswegen immer noch ein böser Charakter sein. Ja, und deswegen habe ich mich dafür entschieden, ihm keine Skeletor-Krallenfüße dran zu machen. Das könnte man machen. Mit warmem Wasser könnte man auch diese Stiefel abziehen. Aber das ist auch relativ das Einzigste, was man bei den Figuren abziehen kann. Ja? Alle anderen Gelenke würde man eher kaputt reißen. Ja, also ihr könnt die Stiefel, wenn ihr die richtig heißes Wasser, dann könnt ihr die abmachen. Das funktioniert.
Ja. Aber ich habe mich dann dagegen entschieden, weil ich finde ihn so einfach viel, viel cooler. So sieht für mich Ninja aus. Und ja, also die Classic-Rüstung macht natürlich jetzt auch einen sehr, sehr großen Anteil aus, weil die sieht schon ziemlich cool aus an der Figur. Und sie passt halt auch wirklich richtig gut um den Torso rum, weil sie halt auch für eine Classic-Figur war. Und die sind ja von der Skalierung her relativ ähnlich groß. Ja, dann habe ich ihm noch die Handschuhe angemalt. Ja, das ist alles freie Hand. Einfach angemalt und dann ja, muss man schon ein ruhiges Händchen haben, dass das auch einigermaßen gerade wird, dass das auch vernünftig aussieht. Aber mit der Zeit, ja, wächst man ja an seinen Aufgaben. Okay, ja, das ist der Masterverse New Eternia Ninja in meiner Interpretation. Ja, also die Master Early Interpretation. Okay, das ist das, was ich euch zeigen wollte in diesem Video. Einen schönen Gruß natürlich vom Pocking Joe. Von dem werden wir auch bald wieder was hören auf diesem Kanal. Und ja, dann wünsche ich euch eine gute Zeit da draußen und bleibt mir gesund, ne? Das ist das Allerwichtigste. Und ja, ansonsten wünsche ich euch, ich wünsche euch eine gute Zeit, mache ich es nochmal, doppelt gemoppelt hält besser. Und der Master Öli sagt Tschüss.